Ja, ich freue mich sehr, hier in Porto zu sein und dieses außergewöhnliche Programm zu dirigieren. Was werden wir spielen? Wir haben einen Schlager, also einen Hit, nämlich Lontano von Giorgi Ligeti. Dann kommt ein relativ neues Stück von 2013 von Unsuk Chin, Graffiti. Und nach der Pause Prokofievs 5. Sinfonie. Jetzt kann man sich überlegen, wie passen diese Stücke zusammen? Klar, es ist alles 20. und 21. Jahrhundert, aber wir haben es also mit zwei Klassikern zu tun, eben mit Ligeti und Prokofiev und dieses neue Stück quasi dazwischen. Der erste Teil hat eigentlich folgende Dramaturgie, dass wir sehr viel mit Stille zu arbeiten haben. Es ist eine Musik, die sehr differenziert ausgehorcht ist, sage ich immer. Man hört sehr viele Momente der Stille, sehr viele Klangfarben, sehr viele Flächen. Und Prokofiev dann eigentlich im Gegenteil ist wahnwitzig laut. Also es ist ein für sehr großes Orchester geschrieben. Es ist eine expandierende Musik, eine Musik, die immens stark ist und eine Sogkraft entwickelt und die sehr extravertiert in vielen Teilen ist. Der erste Teil, da muss man schon genauer hinhören, also auch gerade bei Ligeti, es fängt eigentlich unhörbar an. Es gibt so Flächen, die sich aufbauen, es gibt so Zuspitzungen im Klang. Und eigentlich weiß man nie genau, wo ist das Metrum. Es schwimmt so ein Strom von Klängen daher. Es hat so ein bisschen was mit zu tun, als wäre es Musik von einem anderen Stern. Das war damals in Donaueschingen bei der Uraufführung große Erfolge sind seitdem eigentlich ein Klassiker geblieben. Jeder Musiker hat selber was zu arbeiten. Jede Stimme ist anders als die vom Nachbarn, auch bei den Streichern. Es ist wahnsinnig gesplittet. Es sind so Dauerclusters, die sich so verschieben und die so amorph sich dahin wälzen. Also ein großartiges Stück. Es endet mit einer großen Stille von fast mehr als 25 Sekunden und dann ist das Stück zu Ende. Chin selber ist auch arbeitet sehr viel mit kaum hörbaren Klängen, mit ganz leisen Momenten und frappierenden Klangfarbenkompositionen, die dann auch so entstehen, verebben, verenden sogar. Witzigerweise hört das Stück auch ihm quasi nichts auf. Also der Dirigent bleibt übrig und zelebriert die Stille. Das ist eigentlich sehr schön für mich. Prokofiev wiederum ist das Gegenteil, eine große, breit gezeichnete Melodie und ich glaube, für den Zuhörer leicht und nachvollziehbar, weil es sehr viele schöne Farben gibt. Es gibt Klangballon, es gibt monströs laute Ecken, auch vom Schlagzeug und von den Bläsern. Und es ist eine wunderschön gezauberte Musik, die auch sehr viel mit Klang arbeitet, aber die natürlich schön russisch aufgebläht ist. Ich sage immer, im ersten Teil hat man das Gefühl, die Panzerdivision kommt angefahren. Also es ist sehr dick instrumentiert. Und ich glaube, das ist ein wunderschöner Kontrast zu dem zarten, diffizilen ersten Teil. Und ich glaube, das Publikum von Porto kann sehr gespannt sein und ich ziehe meinen Hut, dass solche Programme überhaupt möglich gemacht werden hier in diesem wunderschönen Konzertsaal und ich glaube, das ist ein großes Abenteuer für den Zuhörer.